Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt soweit die Woche genossen und ich freue mich natürlich, dass ihr im Start seid. Und zwar heute mit einer Folge Talon mit Gehirn. Das auf meinem Main im Ranked Game. Ja, das heißt, heute wird mal wieder ein bisschen getryhardet. Wir schauen, was wir können. Ich spiele in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne Talon und möchte diesen, zumindest für die Leute, die auch Bock auf Talon haben oder generell, es wird wahrscheinlich auch allgemeine Dinge geben, gerne mit euch teilen. Das heißt, da ist schon mal eine Lux drin, das ist nicht so geil. Was haben wir, meine Freunde? Das war ein bisschen wir, was wir hier haben, denn wir haben Lee Sin Support offensichtlicherweise. Deswegen habe ich zunächst erstmal HP in den Runen reingepackt, ja. Wenn du nicht weißt, gegen was du spielst, dann, also ich dachte vielleicht, dass es irgendwie Irelia Midlane wird, dann dachte ich, ja, Lux ist auch wahrscheinlich und, ne, also wenn ihr nicht wisst, gegen was ihr spielt, nehmt HP mit, Leute. Ja, wir spielen gegen Lux, also sie hat Barriere, ist nicht das geilste Matchup, ist ein okay Matchup, weil, sie kann mich natürlich binden, dadurch komme ich nicht mehr mit meiner Ultimate davon. Sie hat Barriere. Barriere ist der Hardcounter für jeden natürlichen Tobi. Ansonsten, ja, was werden wir machen? Wir werden versuchen, viel zu farmen. Ne? Farmen ist tatsächlich der Key, auch wenn es verrückt klingt. Meine Runen, seht ihr unten, ich habe Gauss-Poro mit, ich habe dieses Movement-Speed mit. Den Gauss-Poro, wir haben hart reingepusht, würde ich jetzt gerne stellen, den hätte ich am liebsten am Anfang gestellt. Aber das hat sich nicht ganz so angeboten. Das heißt, wir stellen den jetzt hier. Das heißt, wir haben plus 3 AD, ist ganz nett. Kriegen hier den Minion zwar nicht, aber immer die XP, das ist ganz wichtig, dass wir wenigstens diese bekommen. Ne, ein Minion, was ist schon ein Minion? So, ja, grundsätzlich das Matchup, wie gesagt, also es ist okay, aber gegen Champs mit 4 Range ist Talon nie so richtig geil. Und Lux gehört da so ein bisschen zu, ist auf jeden Fall giganervig, wie ihr seht. Wir fokussieren uns also einfach darauf, richtig viel zu last-hitten, hauen auch schon beide Pots rein, wir wollen hier nicht irgendwie in gefährliche Reichweite kommen. Drücken die Wave super hart rein. Wir sehen, dass Graves aus der Botlane ist. Denn ja, ne, die Party spielt auf der Map ab. Ihr müsst immer auf die Map gucken. Ganz, ganz wichtiges Ding. Das muss man wirklich lernen. So, das heißt, wir haben hier hart reingepusht. Könnten jetzt sogar rein theoretisch back gehen. Ob wir das machen? Nee. Denn wir haben noch genug Mana für die W. Man kann natürlich jetzt überlegen, Graves ist genau auf der Bot-Side, weil er gerade hier unten war. Das heißt, wir warten nämlich auch dort und wir halten uns hier oben auf. Ja. Also, es kommt immer drauf an. Meistens kannst du dich auch da aufhalten, wo dein Ward eben steht, ne, damit du halt sicher bist. Aber hier ist es ein bisschen gefährlich, weil dort unten halt eben der Graves ist. Der wird jetzt gleich zu Xin Zhao rübergehen, der hier ist. Ja, ne, es ist immer, den Minion hätte ich ganz gerne. Sehr geil. Zack, guck mal. Ne, schön gefarmt, 23 zu 15. Ne, so im frühen Stadium ist das ein ziemlich gutes Lead. Können jetzt, wir können sogar noch eine Wave reinpushen. Müssen aber aufpassen, weil... Ja, er hat sogar einen Lux Club Tag, ne? Lux Copyright oder sowas. Wir haben nicht mehr das meiste Mana, hauen hier die Nahkämpfer ein bisschen laufen, weil für die Fernkämpfer wird es reichen, wenn wir noch eine W bekommen. Das ist jetzt die Frage. Kriegen wir noch eine? Ja, nein, vielleicht. Sehr geil. Zack. So, gehen hier schön hinter die Ecke und gehen shoppen. Itemmäßig haben wir zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euren Gegner töten, geht ihr auf Serrated Dirk. Ihr könnt euren Gegner nicht töten, ihr wollt Roam, geht ihr auf Tiamat, ja? Ich bin aktuell wieder Tiamat-Lover, muss ich sagen. In diesem Matchup denke ich, dass wir wahrscheinlich eher Roam gehen, weil... Also ich weiß nicht, Lux finde ich ist okay, ist jetzt nicht das heftigste Matchup, vor allem weil sie kein Ignite hat, sonst könnte sie mich übel töten, aber... Ja, wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, wir schauen mal. Jetzt haben wir einen ganz krassen Vorteil. Wir haben so gut CS, dass wir quasi die gleiche CS haben, obwohl wir jetzt wieder auf der Lane sind und sie erst shoppen geht. Und wir verlieren quasi nur... Also nicht ganz so viel, weil hier die Kanone alles tankt. Yep, zack, die nehmen wir. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir durchpushen können und dann roamen können. Ja, diese Möglichkeit. Ich könnte jetzt auch einen Freeze machen, aber wir pushen jetzt super durch. Ja, okay, da int ich jetzt kurz ein bisschen, muss man zugeben. Das ist aber fein. Zack, nehmen den, nehmen den, nehmen den. Und jetzt können wir roamen. Ne? Super geil. Lux ist beschäftigt, die Midlane zu farmen. Sie muss das annehmen, weil sonst verliert sie was. Und wir gehen jetzt einfach zur Botzeit. Ich hoffe, Darius wird wiederkommen. Das wäre sonst ein bisschen räudig. Ne, ping die Scheiße aus der Botlane raus, dass die da irgendwas machen sollen. Ping, ne, weil das ist ganz wichtig, Leute. Guck und zack, ne, jetzt sieht's ziemlich schlecht aus. Wir hauen hier eine W an, laufen hier so ein bisschen mit. Auto-Attack Q und gehen wir hier mit. Free, können hier sogar nochmal rüberspringen. Würde gerne Assist bekommen, kriege ich sogar. Geil. Ja, ne, so schnell kann's laufen und zack, haben wir 1-0-1. Der gegnerische Midlaner wird geflamed und wir haben sogar 2 CS mehr als er. Schön. Schön, schön, schön. Hauen hier ein Ward hin, springen hier rüber. Es gibt so eine grundsätzliche Regel. Wenn ihr durch den Busch lauft, haut einfach ein Ward rein, ne. Da wäre es geiler, wenn das Wort an der guten Stelle steht, aber, ne, bevor ihr gar nicht. So, wie sieht's aus? Lux. Ja, sie hat wahrscheinlich, obwohl sie hat, glaube ich, nicht mal wirklich mehr XP als ich.
So, da kommt ein Gang von Chin Chao. Das heißt, sie hat gerade ihr Bubble raus. Wir haben Pots rein. Wir springen jetzt hier über die Wand, um schneller zu ihr zu kommen. Machen so. Dodgen das irgendwie, weil wir einfach insane sind. Machen noch einen Auto-Tag. Sie hat allerdings Barriere. Deswegen machen wir einfach gar nichts. Ja, deswegen last-hitten wir. Wir haben jetzt Ultimate. Wir könnten die Ult eine Zerstörschelle machen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir baiten ihre Q. Okay. War interessant. Ja, okay. Also, ja. Wir könnten immer noch... Okay, jetzt lassen wir es. Ja, ich... Nee, Leute. Nee. Also, ich habe mir mal irgendwann sagen lassen. Und das ist nämlich was, woran ich noch arbeiten muss. Man soll nur für die Dinge gehen, die wirklich safe sind. Und man soll nicht... Man soll so wenig wie möglich sterben am besten. Das, ich hätte vielleicht Lux töten können, wäre aber auf jeden Fall dabei gestorben. Das wäre dumm gewesen. Wir wollen nicht sterben. Wollen wir nicht. Außerdem, na, wir sind fein. 46 zu 50 CS dafür, dass ich schon auf der Botlane war. Ist, und ich gerade gegankt wurde. Okay, sie wurde auch gegankt, ne, aber... So, wir haben jetzt Tiamat. Wir können jetzt super krass pushen. Also, ja, ne, ich hatte Tiamat lange gehatet, aber... Also, Darius hat auf jeden Fall irgendwelche Probleme, aber hat trotzdem mehr CS als sie. Ne, aber man muss einfach sagen, mit Tiamat hat man so viel Kontrolle über den Gegner. Denn jetzt sehen wir, hier oben ist wieder Action. Graves, ganz wichtig, Leute, immer auf die Map gucken. Permanent. Wenn ihr besser werden wollt, guckt 24/7 auf die Map. Ne, ihr seht zum Beispiel gerade im Moment nur, dass ich hier irgendwo rumlaufe und in der Mitte CS, aber aktuell gucke ich dann immer auf die Map. So, jetzt zum Beispiel haben wir nämlich hart durchgepusht und jetzt können wir wieder zur Botlane rennen. Ne? Sie ist jetzt beschäftigt, muss die Wave annehmen, kann höchstens Backping. Wir haben halt keine Ult. Aber wir könnten sogar Graves hier counter-junglen. So eine Möglichkeit gibt es halt auch. Ne? Zack, ziehen den hier schon rein, damit er nicht weiß. Er weiß jetzt nicht. Ne, ist ein Sau hier in dem Busch? Bin ich in dem Busch? Wie viel AP hat der Red Buff? Ne, weiß man nicht. Jetzt sieht es natürlich, wenn die Klingen da rausfliegen, aber. So, jetzt können wir sogar noch Botlane annehmen. Ne, wir haben immer noch keine Ult. Jetzt alternativ muss jetzt ein Sau bei meine Midlane halten, weil ich jetzt sehr lange unterwegs bin. Aber wir sind hier. Hauen ihr die Blades entgegen. Und sie flash. Okay, das ist fies. Schade, dass ich kein Ult habe. Jetzt erst. Wir könnten sogar. Das ist ein bisschen greedy. Ist ein bisschen. Nee, gehen wir nicht für. Gehen wir nicht. Okay, das war interessant. Na, da wäre der Botlane-Gang wahrscheinlich besser gewesen als der Red Buff. Er hätte auch hier die Midlane deffen können. Aber wenn er hier für den Dings geht, ist auch okay. Ich rede gerade auch sehr viel. Tut mir leid. Aber ich könnte ja auch in Double Time irgendwas sagen und weiß ich nicht. Mein Kaffee ist lecker. So, Ward da rein, kennen wir. Habe ich euch erklärt. Zack. Ne? Alter, der Darien, ne? Der hat auf jeden Fall Probleme. Ich hoffe, der kriegt sein Leben irgendwann in den Griff. So, hier können wir. Wir haben keine W. Und sie nimmt meine Minions weg. Wir können ja auch für die Plates zwischendurch gehen. Ne? Hier auch so ein bisschen reinpushen, den Scheiß. Also ich will sie schon gerne töten. Barriere ist mittlerweile wieder ready wahrscheinlich. Ja, wir gehen einfach direkt wieder Botlane. Wir haben Ult. Botlane ist die ganze Zeit am Pressure und leider ist Bart nicht da. Und leider hat wahrscheinlich auch Lux gesehen, dass ich nach unten gehe. Aber Lee ist schon zu deep drin, Leute. Er ist schon zu deep. Wenn der da rauskommt, er hat geflasht. Also wenn der hier rauskommt, dann weiß ich es auch nicht. Du. Na, und zack, haben wir wieder abgeholt. Können jetzt direkt wieder in die Mitte und haben nicht ein Minion verloren. Ist das geil, Leute? Das ist geil. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Das wäre... Hätte geil sein können. War es aber nicht. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht hier zu viel gebindet werden. Haben kein Mana mehr tatsächlich. Das heißt, jetzt ist der way to back. Wir können aber gucken, falls Graves escaped. Tut er nicht. Pink Ward rein. Shoppen gehen. Ja. Ja. Das ist fein. Very fine. Very, very fine. Die große Frage, die man sich halt immer stellen muss, ist: Wo liegt der Fokus? Es gibt drei verschiedene Fokis. Ja, Fokis ist der Plural. Fokus Nummer 1, Roam. Das sollte immer ein großer Fokus sein. Roam die Scheiße aus der Map, vor allem wenn die Gegner hart pushen und so eine Scheiß-Lane haben wie diese hier. Ne, die 24/7 abholbar. Top-Lane, potenziell auch gangbar, aber Top-Lane, ganz ehrlich, ich will niemanden flamen. Das ist eine komplett useless Lane. Ne, kann 0-8 gehen und du gewinnst trotzdem das Game. Ja, ansonsten, der nächste Fokus kann sein, den gegnerischen Midlaner zu vernichten. Das ist manchmal auch wichtig. Die Lux hätten wir in diesem Game vielleicht schon ein paar Mal töten können. Wir sehen aber auch, dass sie Ninja-Tabis kauft. Das heißt, sie geht auf Full, ich will nicht sterben. Ich meine, Ninja-Tabis first sogar. Und wenn wir dann roam, ist natürlich richtig geil. Die kauft was, um uns zu countern und wir sagen einfach, nö, later, sagen wir einfach. Wir können aber auch eine Falle stellen. Sowas geht auch. Vielleicht kommt sie hinterher. Das heißt, wir stellen hier so ein Ding. Das heißt, wir sehen, wenn sie kommt. Der da oben ist leider tot. Falle, Leute, Falle. Okay, sie ist wieder weg.
Und Botlane, wahrscheinlich, weil meine Botlane keinen Druck mehr macht. Aber jetzt können wir so tun. Sie denkt jetzt, ich bin nicht da. Hat ihre Spells benutzt. Und jetzt können wir hier drüber springen. Und sie hat kein Binding mehr. Ne? Und Later Bitch. Naja, das sind alles Tricks. Kniffe, ne? Sie denkt, ja, okay, Talon geht zur Bot. Ich hau alles in die Wave. Und aber Talon ist gar nicht mehr der Bot. Talon ist noch da. Und der dritte Foki, den wir haben. Ne, bleiben wir beim zweiten Foki. Zweiter Foki ist, naja, den Gegner töten. Wenn ihr den Gegner tötet, es kommt aufs Matchup an, zum Beispiel jemanden, den ihr unbedingt klein halten müsst. Die Sandra müsst ihr nicht klein halten, die outscaled sich selber, weil der Champion einfach komplett Müll ist. Macht null Damage im Late Game. Wirklich null. Also da müsst ihr nicht unbedingt töten, ist auch sowieso schwer zu töten. Oder sowas wie Swain oder so eine Scheiße. Wenn ihr sowas habt wie Kassadin zum Beispiel, ne, Veigar oder sowas sind Champs, die kann man töten. Hier ist aber auch der Punkt, tötet sie nur. Wartet mal, wir kaufen mal Ninja Debs. Tötet sie nur, bis sie maximal 0-3 sind. Wenn sie 0-3 sind, dann solltet ihr auf jeden Fall roam gehen. Ab 0-3 lohnt es sich nicht mehr, die zu töten. Das ist, dann bringt es nichts. Ihr investiert zu viel, die Chance, dass ihr gegankt werdet und sterbt, ist zu hoch. Und ihr werdet nicht belohnt, wenn ihr den Gegner tötet. Und der dritte Foki ist halt Plates. Plates sind wichtig. Ihr solltet mindestens das erste immer nehmen, irgendwann zwischendurch. Vor allem, wenn eure Botlane zum Beispiel gerade nicht da ist. Na, ihr sowieso nicht roamen könnt oder so. So, sie ist jetzt da. Wir pushen den Scheißladen hier wieder durch. Und dann können wir mal gucken, dass wir Toplane roam, weil erstens der Darien vielleicht ein bisschen Hilfe braucht. Am besten nach hinten weglaufen. Jetzt weiß sie nämlich nicht, wohin ich roame. Na, sie weiß es nicht. Wir sehen hier, na, direkt auf die Map geguckt, sie läuft im Busch. Kann sein, dass sie Vision hat, weiß man nicht. Potenziell. Wir können jetzt auch einfach mal, okay, das ist Graves, aber wenn ich meine Ulti hätte, ist das kein Problem. Lux ist aber noch in der Nähe. Würde aber schon für Graves gehen. Okay, die, das war alles kein Problem, denke ich. Wir warden hier, damit wir sehen, was Sache ist. Den könnten wir töten, tatsächlich. Na, schade. War ein bisschen schade, aber wir haben Graves Ult bekommen, wir haben drei Leute beschäftigt. War, ich hätte ihn nur auto-taken müssen, aber, ich hätte vielleicht flashen können, aber, ja, es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. So, jetzt sind wir direkt wieder in der Mitte, können hier pushen, zack. Ne? Können hier vielleicht so zwei, drei Auto-Hits auf den Tower bringen. Ja, nicht ganz so viele, aber, zack. Ja, also er intet ein bisschen, aber das ist okay. Ne? Da will ich jetzt ein Auge zudrücken, tatsächlich. Zack, zack, zack. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht inten, aber sie hat ja keine Ult mehr. Pushen durch, sie ist beschäftigt. Wir gehen shoppen, denn wir haben wenig Mana, wir haben keine Ultimate. Wir wollen ja auch nicht sterben, ne? 2-0-2 ist okay. Es gibt halt mal Games, dann stehst du zu diesem Zeitpunkt 4-0-2 oder so. Dann kannst du nämlich auf der Botlane immer beide töten. Na, gerade Botlane töten ist wichtig. Warum? AD-Carries tilten schnell. AD-Carries, gerade Draven-Spieler. AD-Carries kommen 300 Jahre nicht wieder ins Game, wenn sie einmal 0-2 stehen. Ne, die Kate. Und du kannst halt auch immer zwei Kills abholen. Ne? Das ist natürlich auch ein Vorteil. So. Wir haben 109 CS, sie hat 112. Das ist fein. Sie ist jetzt gerade shoppen wahrscheinlich. Das heißt, wir können. Okay, sie ist tatsächlich doch noch da. Wir laufen nach hinten, wir laufen nach unten. Das Graves. Haben keine Ultimate. Sehen aber, dass hier unten Sachen passieren. Und wir sehen, dass der Boy hier Sachen macht. Aber ohne Ultimate ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen nicht ganz so sicher. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird es ein bisschen heiß. Weil von Botlane kommt die Wave, die Gegner auch noch. Wir können aber für Graves gehen tatsächlich. Okay, jetzt wird es sehr heiß. Ja, okay. Naja, ich bin auch nicht unsterblich. Könnte man meinen. Aber irgendwann. Naja, wir haben einen Kill bekommen, ist fein. Ja. Okay, Lee intet, offensichtlich. Deswegen, Leute, wenn ihr einen Lee im Team habt, vor allem wenn er Support ist, geht immer aus dem Spiel raus. Sofort. Tut euch den Gefallen und lief das Game. Sofort. Ich muss auch sagen, mein Talon, ich spiele super, super viel über die. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Game noch sehen, weil es steht gerade 12-2, beziehungsweise 2-12. Ich roam extrem, ich roam extrem viel und ich push extrem hart Türme. Ab dem Midgame bin ich nur noch auf den Sidelines Türme smashen. Wirklich. 24-7. In diesem Game bisher noch nicht, weil es ist gerade mal 15 Minuten. So ab der 20. 25. Minute bin ich nur noch auf den Sidelines. Ja, wie gesagt, ob wir es in diesem Game sehen, wissen wir nicht. Aber Tower Smashing Tobi, Leute. Ne? Das ist the way. The way of Ninja. Und farmen. Ja, farmen, Leute. Ihr habt's gehört. Farmen. Kann ich das jetzt hier haben? Ja, okay, das war ein bisschen teuer, aber.
So, wir könnten Darien helfen, allerdings hat er nicht mehr 4 AP. Den Boy würde ich gerne mal töten, habe allerdings keine Ult. Wir hauen ihm die Blades entgegen. Wir können ihm eine Combo mitgeben und escapen. Ich habe gleich Ultimate, dann würde ich dabei sein. Eigentlich, ja, doch. Doch, jetzt hätte ich Bock. Bro, okay, nee, ich habe doch keinen Bock mehr. Das müssen wir dodgen. Okay. Caitlyn ist alleine unten auf der Map gesehen. Nutzen. Ne, Lee Sin ist Bot, ich bin schnell. Ich bin Talon, ich hab Bock, da ist Graves, Graves hat mich gesehen, Kate hat mich also auch gesehen. Graves könnte hier sein, wir ulten direkt, weil wir Angst haben. Wir sterben vielleicht. Jetzt müssen wir erst dodgen. Okay, passt. Ja, sowas sollte, ist nicht so optimal. What? Never, Leute. Never hat mich das getroffen. Hä, ich war 20 Mal aus der Ult raus. Ich meine, okay, der River ist sowieso komisch, weil hier diese Höhenverschiebung, ich weiß, aber hä, das hat mich never getroffen. Und selbst wenn es mit dieser Höhenverschiebung ist, dann sollen die das mal fixen, dass es ordentlich funktioniert. Es kann ja nicht sein, dass du von etwas optisch, also vielleicht habe ich was Knick in den Augen, aber das hat mich nie im Leben, never in life hat mich das Ding getroffen. Das hat mich nicht getroffen, Leute. Ihr könnt jetzt sagen, what you want, but this have not so learned. Das hat mich nicht getroffen. Das hat mich auf jeden Fall nicht getroffen. Naja, wir gehen jetzt auf die Sidelines. Hab die Schnauze voll. Ja, jetzt gerade Strong ein bisschen, aber das passiert, wenn man zu viel im Jungle rumrennt. Aber es kann passieren. Auch mir, auch jedem, auch everybody. Everybody gonna hurt. Aber ich habe die Botlane mitgewonnen, muss man natürlich sagen. Es ist nicht nur dieses 2-2-3, es ist auch dieses 1-0-6, wo ich dran nicht. Na? Zack. So. Wir haben natürlich noch keine Ultimate, allerdings sind drei Personen hier auf der Wave, auf der Lane. Das heißt, es könnten maximal zwei Leute kommen. Lee Sin ist auch noch oben, das heißt maximal einer. Wir hauen hier den Po rein. Pushen hier durch. Zack. Zack. Zack, zack. So. Na, jetzt können wir den Tower pushen. Hier ist immer ein bisschen gefährlich. Weil wir sehen, hier sind noch zwei Boys. Die könnten wir aber holen. Wir stellen mal unser Control-Bot hier rein. Da so. Wir können jetzt warten, bis Kate hier pusht. Wir können jetzt warten, bis jemand Kate helfen will. Oder wir warten einfach mal. Ne? Wir könnten sie unterm Tower diven. Aber hier zum Beispiel, sie ist 0-3. Es könnte gefährlich sein. Wir wissen nicht, was sie ready hat, ob sie flasht und so Sachen macht. Ist nicht so worth, dafür einen Kill zu gehen. Ne? Deswegen können wir auch ganz kurz noch chillen und warten. Allerdings müssen wir gucken, dass wir das machen, weil hier oben absolute Action ist. Ich glaube nicht, dass sie hier ist. Aber ich will trotzdem für den Tower-Push gehen. Okay, Kate ist in der Mitte. Zack. Na, richtig penetrant. Einfach so im Kreis rennen. Immer wieder auf den Botland-Tower. Die Gegner das Gefühl geben, du bist weg. Und immer wieder dahin gehen. Und jetzt, wenn Kate kommt, müssen wir sie töten. Weil sonst kommen wir nicht voran, habe ich das Gefühl. So richtig, ihr müsst richtig nervig sein. So komplett den Gegner abfangen. Komm schon. Okay, later. So, das ist okay. Das ist fein. Das war auch nicht teuer. Ja, sie stand jetzt auch nicht direkt unter dem Turm. Ich konnte den Turm nutzen, um an sie ranzukommen. Die Wand springen wir jetzt nicht rüber. Na, manchmal springt man einfach aus Spaß irgendwo rüber, aber... So, jetzt machen wir den Tower platt. Und machen aber zwischendurch nebenbei die Minions mit den Auto-Tags hier oder mit den Qs. Ich habe im Schnitt... Ein Talon-Spiel hat so 2500 Damage. Ich habe im Schnitt 6.000 bis 7.000 Damage Tower. Damage Tower. Tower Damage pro Game. Dieses Game wird es ein bisschen weniger sein, aber... Okay, das... Wenn der das macht, dann endet der. Also, naja, gut, ich habe keine Ult, aber er ist halt 0,5. Naja. So, jetzt hat er wahrscheinlich Bock, deswegen... Jetzt können wir direkt für den Midland Tower pushen. Also ich bin wirklich richtig penetrant. Richtig penetrant. So ein richtiger, nerviger Dude. Hier haben wir leider noch nicht die gepushte Wave. Das ist ein bisschen unglücklich. Und wir müssen gleich mal shoppen, damit wir mal ein bisschen mehr Damage bekommen. Tower Damage. So, jetzt ist die Frage, werden sie den Midlane Tower deffen? Wahrscheinlich ja. Und ich bin auch leider zu langsam für diese Welt. Ich meine, ich habe auch noch keine Items. Ich habe nicht mal Draktar Blade. Ne? Das ist noch gerade mal 20. Minute. Dafür ist das, sind wir schon relativ weit mit den Türen. Und man kriegt halt auch sehr viel Geld dadurch zusammen. Ne? Man hat viele Level, man kriegt viel Geld. Deswegen gehen wir jetzt erstmal shoppen, weil... Wenn ich jetzt splitte, mein Team ist komplett gar nicht in der Lage, irgendwas aus meinem Split rauszuholen. Also ich binde ja die Leute auf die Botlane, die gegnerischen. Und dann muss mein Team irgendwo was auf der Map machen können. Na, die sind gerade alle Base, die sind nicht da, da könnt ihr also auch nicht splitten. Macht überhaupt gar keinen Sinn. So, wir haben jetzt ordentlich mehr Damage. Sie hat ordentlich Armor. Die haben alle ordentlich Armor.
Wir sind übrigens Full HD. Na, ganz oft wird gesagt, ja, Full HD, richtig scheiße. Aber wer soll denn von denen Armor kaufen? Klar, die haben Ninja Tabis, das ist nervig. Aber Graves wird eh keine Armor kaufen, vielleicht Irelia, aber das war's auch. Den Boy können wir free mitnehmen. So, Irelias Bot. Okay, das ist ein bisschen gefährlich, weil ich keine E mehr habe. Aber die Dinger würde ich mir nehmen, tatsächlich. Also, ohne Ult ist immer ein bisschen gefährlich. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich meine, Lee Sin Support ist halt auch, ne, warum macht man sowas? Warum? Why? Why? Ich würde jetzt am liebsten Botlane pushen, aber dass die so weit weg ist, die Wave, das macht mich doch etwas wurmig. Du. Ja, weil in der Mitte kommen die wahrscheinlich alleine klar. Deswegen, ja, ich gehe jetzt zur Bot. Holen wir direkt die Wave mit. Ich glaube, es wird zu. Ich glaube, ob diese Entscheidung jetzt die richtige ist, weiß ich nicht. Das kann man anzweifeln. Aber ich bin der Meinung, dass mein Team gerade auch stark genug ist ohne mich. Und wenn niemand die Farm auf der. Das ist ja alles Geld, was und XP, die verschwendet wird auf der Botlane, ne? Das will man ja nicht abgeben. Und jetzt haben die nämlich hier. Jetzt können die eventuell den Pressure aufrechthalten und ich kann Botlane nerven. Das müssen wir natürlich aufpassen, weil mein Team noch nicht. Wir sehen, dass alle kommen. Na, wir müssen also. Die können natürlich jetzt auch für Baron gehen. Wir könnten so penetrant hier Botlane pushen, dass sie für Baron gehen können. Die Möglichkeit gibt's. Jetzt sind alle bei mir. Jetzt könnt ihr Baron machen. Jetzt ist eigentlich der. Entweder ihr macht Baron oder ihr macht Türme oder ihr macht irgendwas. Irgendwas wäre auch echt geil. Na, das wäre wichtig. Es wäre wichtig. Da ist mein Team leider gerade nicht so on fire, muss man leider zugestehen. Ne, es wäre geil, wenn sie irgendwas. Okay, immerhin macht Lucian hier Midlane-Push, ne? Aber. Ich meine, es ist fein, wir haben 4 Leute gekillt. Aber richtig geil wäre es, wenn alle zu mir kommen, macht den Baron. Wenn alle zu mir kommen, nimmt den Turm. Wenn alle zu mir kommen, keine Ahnung, kauft euch Riot Points. Weiß ich. Ne, das ist immer die richtige Entscheidung. Aber es ist fein, ich meine, alle Gegner sind tot. Wir sind nicht unnötig oft gestorben, weil das ist das große Problem bei Town-Spielern. Sie gehen zu wenig für Objectives. Sie sterben unnötig. Also wir sind... Der eine Tod war fragwürdig. Ihr könnt ja gerne sagen, was ihr von dem Tod haltet. Vielleicht habe ich es auch echt falsch in Erinnerung. Aber fragwürdig, würde ich sagen. Na, dieses Game konnte man in Split leider nicht so gut sehen. Ich werde bestimmt nochmal, wenn ihr Bock drauf habt, ein anderes, mehrere Talon-Games hochladen. Weil ich habe gerade richtig Bock auf Talon, wenn ihr auch Bock auf Talon habt. Ansonsten, ja, bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen. Na, es gibt Games, da ist dies, da gibt es... Es gibt Kaffee. Ich wünsche euch was. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und tschüss.